Das Licht, es zeigt, was der Vater in Wahrheit für die Welt dahingibt und schlachten lässt. Was der neue Isaak im Liebesgehorsam dem Vater gegenüber an sich geschehen lässt. Was die lichte Wolke überschattend ins göttliche Geheimnis hinein verhüllt. Furcht und Gelalle von Seiten der Menschen ist eine notwendige Folge. Aber auch der Befehl ist es, das Geschaute nicht zum Geschwätz zu missbrauchen. So bemerkt Hans-Urs von Balthasar, liebe Schwestern und Brüder, zu unserem Evangelium. Das, was da geschaut wird, was sich auf dem Berg dort ereignet, das ist ja nicht einfach eine ferne Episode. Wir lesen dieses Evangelium am zweiten Fastensonntag deshalb, weil es uns, geschichtlich gesehen, denen, die Christ werden wollen, helfen soll zu verstehen, was das denn ist, ein Christ. Was das bedeutet, Christ zu sein, in der jeweiligen Welt, in der man lebt. Und auch das wäre noch historisch und auch eine Episode, eine vielleicht nette Information, wenn es nicht um uns ginge. Wir lesen dieses Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, wie wir immer das Evangelium lesen, nicht als etwas Fernes, sondern als Gegenwart. Worum also geht es in diesem Evangelium? Es geht um die Grundfragen des Christseins. Und sie sind, diese Grundfragen, in diesem Evangelium regelrecht gebündelt, wie in einem Brennpunkt. Wie ist das mit der Kirche? Welche Aufgabe hat sie? Wie ist das mit der Welt? Welches Verhältnis haben wir, die wir doch zur Welt gehören, in ihr Leben? Aber welches Verhältnis haben wir dazu? Distanz? Nulldistanz? Ist es ohnehin das Gleiche? Oder ist es etwas ganz anderes? Was bedeutet in diesem Zusammenhang Nachfolge? Wie ist das mit uns hier heute Morgen? Mit ja doch lichten Reihen. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, die Reihen sind hier auch nicht dicht geschlossen im Evangelium. Jesus sondert 3 seiner Jünger aus. Davon hat er ja mehr als 3. Er hat 12 Apostel, er hat 72 andere Jünger, er hat viele, die ihm nachfolgen. Aber auf den Berg nimmt er nur wenige mit. Er nimmt sie auf den Berg mit. Er sondert sie aus. Er nimmt sie, wie das Evangelium sagt, beiseite. Er nimmt sie aus ihrem Alltag heraus. Können wir nicht dieses Evangelium so lesen, dass es uns erklärt, was wir hier am Sonntagmorgen Woche für Woche tun? Indem Jesus uns beiseite nimmt und aus der Welt herausführt auf einem Berg und dort ereignet sich etwas. Wir könnten dieses Evangelium so lesen, dass es uns darüber Auskunft gibt, was denn eigentlich die sonntägliche Liturgie der Eucharistie bedeutet. Ausgesondert zu sein, herausgeführt zu sein. Damit wir Jüngerschaft und Nachfolge verstehen, müssen wir uns zuerst versammeln. Niemand kann das für sich alleine tun. Und um sich zu versammeln, muss man alles andere zunächst hinter sich lassen. Sie haben ja auch heute Morgen schon einiges hinter sich gelassen, sind beiseite genommen. Einige den Frühstückstisch, andere das wehmütig vielleicht das Bett, den Fernseher, den Computer, die Familie, die vielleicht den Drang oder gar keine Lust haben, hier hinzukommen. All dies lassen wir zurück, weil uns Jesus bei der Hand nimmt und uns auf einem Berg führen will. In ein Gespräch verwickeln, letztlich das Gespräch mit dem Vater. Aber nicht, dass wir zu reden hätten. Wie sagt es von Balthasar? Das Geschaute nicht zum Geschwätz missbrauchen. Dass wir anfangen zu stammeln,
Mag sein. Das kommentiert Jesus auch nicht weiter. Es ist eine Unbeholfenheit des Petrus. Es wäre bosartige Auslegung, wenn wir sagen, mit diesem Hüttenbau sind schon die Immobilienkonzepte der deutschen Diözesen vorprogrammiert. Das ist jetzt hier weniger gemeint. Es ist eine Unbeholfenheit, die aus einer Furcht herauskommt, hier auf dem Berg dem Göttlichen zu begegnen. Hier sollen wir hören. Hören das Wort, das Mose und Elia mit Christus spricht und durch ihn hindurch spricht. Wie die ganze Heilige Schrift des Alten Bundes plötzlich zu sprechen anfängt und sich selber auslegt im Gespräch mit dem, der dort in der Mitte ist. Christus im Licht Gottes. Christus eben nicht mehr als der, der nur einfach mit den Jüngern geht, der einfach der Rabbi ist, wie Petrus ihn heute anredet. Christus im Licht Gottes. Dieser ist mein geliebter Sohn, hören wir in diesem Licht auf diesem Berg. Wenn wir das an uns heranlassen, können wir einen Teil von dem verstehen, was wir hier in der sonntäglichen Feier, was wir in der Liturgie der Kirche tun. Aber vielleicht gibt es Einwände von Ihrer Seite und sagen, naja, jetzt haben wir die alle zurückgelassen, die, die nicht mitkommen wollen. Was ist denn mit dieser Welt? Die Liturgie behauptet nicht, dass wir besser sind. Das sagt auch das Evangelium von Petrus, Jakobus und Johannes nicht. Das waren die besten Jünger. Die hat er ausgesucht. Das waren die erfolgreichsten. Die hatten am meisten so, das hat er so gesehen. Naja. Die einen bezeichnete er im gleichen Evangelium als Donnerköppe, würden wir heute wahrscheinlich sagen, Donnersöhne. Und Petrus, da kann man sehr viel zu sagen, der am Schluss noch zum Verräter wird in der Passion. Es sind nicht die Besten, wie auch wir nicht die Besten sind. Also kein Grund zur Überheblichkeit. Aber wir sind hier, weil Jesus uns ruft, weil er uns bei der Hand nimmt. Was ist aber jetzt mit dem Rest, mit der Welt, wie wir sagen? Ich fand dazu eine tiefe Bemerkung eines orthodoxen Theologen, der sagt, wenn das Sich-Versammeln als Kirche Trennung von der Welt voraussetzt, so wird der Aufstieg zum Berg, eine Art von Exodus, im Namen der Welt und um ihrer Erlösung willen vollzogen. Denn wir sind Fleisch vom Fleisch und Blut vom Blut dieser Welt. Wir sind ein Teil von ihr. Und nur in uns und durch uns steigt sie empor zu ihrem Schöpfer, Erlöser und Herrn, zu ihrem Ziel und zu ihrer Vollendung. Wir trennen uns von der Welt, um sie zu diesem Reich heimzubringen, um sie dorthin emporzuführen, sie wiederum zu einem Weg zu Gott, einer Teilhabe an seinem Reich zu machen. Man könnte diese Sätze gar nicht oft genug lesen, um zu verstehen, weshalb Liturgie, auch der Sonntagsgottesdienst, nicht eine Form von Infotainment ist, wo permanent Informationen auf uns herabrieseln, sondern wo etwas mit uns geschieht, wo uns Christus beiseite nimmt, uns den Berg hinaufführt, er sich selber zeigt als der Sohn, als der neue Isaak, wie das von Balthasar formuliert hat, der das an sich geschehen lässt, dass der Vater ihn für uns gibt, damit die, die nicht hier sind, auch gerettet werden. Damit auch sie den Weg finden, den einzigen Weg heim zum Vater. Die Jünger bleiben, wie wir auch gleich nicht, auf dem Berg. Sie gehen mit Jesus zurück und Jesus unterweist sie und ordnet dieses Geschehen, was sie gesehen haben in dieser Stunde, ein, dass sie zunächst darüber schweigen sollen. Er entzieht es ihren Gedanken, ihren Impulsen, ihren Gefühlen. Sie sollen erst den Blick auf das, was sie noch durchzustehen haben, die Passion
und die Überraschung von Ostern, die sie gar nicht glauben wollen und gar nicht glauben können, erst dann sollen sie beginnen zu verkünden. Und das, liebe Schwestern und Brüder, muss auch unser Weg sein. Nicht vorschnell anfangen zu reden, nicht zu schnell einen missionarischen Impuls zu haben, sonst fangen wir an zu lallen oder fallen ins Geschwätz. Wir müssen uns zunächst tief von dem beeindrucken lassen, was hier geschieht. Und wir müssen lernen, zunächst zu schweigen, damit uns das Licht erreichen, damit uns die Wolke überschatten kann. Und aus dieser tiefen Erfahrung heraus, dann können wir zur vollen Gestalt des Christseins heranwachsen, dass wir beginnen, anderen davon zu erzählen. Und dass es einen Weg gibt, aus dieser Welt heraus, aber mit dieser Welt, heim in das Licht von Ostern, heim zum Vater.